Hallo und ganz, ganz herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. An alle, die neu hier sind, hallo, mein Name ist Sophie und ich studiere im Moment im fünften Semester Jura, eigentlich an der Universität zu Köln, aber ich verbringe mein fünftes und hätte eigentlich auch mein sechstes Semester im Ausland verbracht, und zwar in Spanien, in Sevilla. Darum geht es auch gerade, und zwar hatte ich euch in meinem letzten Video erklärt, dass ich das Ganze hier verkürzen werde, aber bin noch nicht darauf eingegangen, wie, wo, was, warum. Weil das alles noch nicht so ganz zu 100% sicher war, weil es halt verschiedene Optionen für mich gab. Und jetzt habe ich mich entschieden, wie das Ganze ablaufen soll. Und deswegen dachte ich, berichte ich euch das Ganze einfach mal. Einfach, dass ihr da auch einen Einblick habt und das einfach alles so nachvollziehen könnt. Oder, keine Ahnung, vielleicht geht es ja irgendwem von euch genauso. Und ja, man hört das halt nicht so oft. Oder generell kriegt man ja nie so oft mit, wenn Menschen sich umentscheiden oder wenn Menschen sich gegen etwas entscheiden oder sich dazu entscheiden, etwas abzubrechen. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass man halt einfach immer denkt, wenn man sowas macht, ist man halt ein Versager und keine Ahnung, das ist irgendwie nicht cool und man sollte die Chance doch nutzen und ja, keine Ahnung, ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Das Video soll jetzt auch gar nicht super lang werden oder sonst irgendwas. Ich werde euch einfach nochmal alles so erklären und sagen, warum ich mich wie zu was entschieden habe und wie das Ganze jetzt weitergeht. Und genau. Und zwar habe ich mich dazu entschlossen, mein zweites Semester abzubrechen, beziehungsweise auf ein Semester einfach nur zu verkürzen. Eigentlich war ja geplant, wie gesagt, dass ich zwei Semester verbringe, zwei Semester hier zur Uni gehe und dann wieder zurück nach Deutschland gehe und ganz normal in Deutschland weiter studiere. Und ich bin auch eigentlich erst überhaupt nach Spanien gegangen. Das ist ja auch so eine Sache, weil im Jurastudium fragt man sich ja oft, okay, warum überhaupt ins Ausland gehen? Macht das überhaupt Sinn? Weil man halt in Deutschland ja deutsches Recht studiert und in Spanien ja spanisches Recht und in jedem anderen Land halt dann jeweils das andere Recht. Und man kann sich das halt gar nicht im Uni-Verlauf halt anrechnen lassen, sondern das ist halt, ja, verschwendete Zeit in diesem Sinne. Ich bin halt dann nach Spanien gegangen oder beziehungsweise mir war es halt super wichtig, ins Ausland zu gehen. Irgendwohin, wo ich halt auch was lerne. Also ich wollte jetzt nicht einfach nur quasi eine Pause vom Jurastudium haben, ein bisschen feiern, ein bisschen Party machen, ein bisschen mein Leben genießen. Natürlich gehört das zum Erasmus auch irgendwo mit dazu. Also das ist jetzt nicht so, als müsste man sich komplett totarbeiten oder als wäre das irgendwie vergleichbar zum Beispiel mit der Staatsexamensvorbereitung. Gar nicht. Aber ich wollte halt auch nicht nur ein Jahr meines Lebens halt verschwenden und einfach gar nichts machen. Sondern mir war es halt einfach wichtig, auch was zu lernen. Und Spanien kam da halt gut in Betracht, weil ich halt kein Spanisch kann oder halt nicht gut vorher Spanisch konnte. Und ja, deswegen halt das dann so als Möglichkeit nehmen wollte, um halt eben die Sprache zu lernen. Weil ich finde, es gibt nichts Cooleres und nichts Krasseres, als neue Sprache zu können. Und ich wusste genau, wenn ich das nicht jetzt mache, dann werde ich es halt gar nicht mehr lernen, weil ich alleine in Deutschland einfach nicht die Zeit dazu gehabt hätte und auch nicht die Motivation, weil ich auch eigentlich gar nicht so ein Sprachenmensch bin, sondern eher immer der mathematische Denker quasi war. Und genau deswegen hatte ich mich halt bei der Uni Sevilla beworben für ein Erasmus. Das war meine zweite Wahl. Ich hatte ansonsten noch das University College London angegeben, weil das halt die anerkannteste Uni war. Oder die halt mit dem krassesten Ruf. Also wie gesagt, mir war es halt wichtig, dass es halt nicht einfach so scheint von wegen, oder dass ich halt nicht einfach nur chille. Ich wollte halt wirklich was lernen und ich wollte halt wirklich, ja, nicht nur Party machen, denn das ist auch der Punkt. Ich bin tatsächlich gar nicht so der krasse Party-Typ. Das habt ihr vielleicht auch so ein bisschen mitbekommen, wenn ihr meine letzten, oder wenn ihr meine Vlogs hier so ein bisschen verfolgt habt. Ich war in der ersten Woche, ich glaube, zwei, dreimal feiern. Dann war ich einmal in Halloween feiern und das war es halt wirklich. Dafür, dass hier halt gerade in Spanien oder gerade Spanien ja auch das Land ist, wo man immer hört, okay, man geht jeden Tag feiern und es wird auch angeboten. Also es ist jetzt nicht so, als wäre das Angebot nicht da, sondern man kann auch wirklich jeden Tag feiern gehen. Es ist wirklich jeden Tag eine Party irgendwo. Irgendeine Erasmus-Party oder sonst irgendwas. Ich bin halt einfach noch nicht der krasse Typ für sowas. Also ich habe Spaß daran, mal feiern zu gehen, aber ich habe keinen Spaß daran, dreimal die Woche feiern zu gehen. Dafür bin ich einfach wirklich nicht der Typ, sondern ich bin halt dann lieber zu Hause und lese ein Buch oder treffe mich mit Freunden und mache einen Spieleabend oder gehe was essen mit Freunden. Ich mag das halt, also ich bin halt einfach nicht der Typ dafür, so oft feiern zu gehen. Ich mag das halt, wie gesagt, mal ab und zu, aber nicht die ganze Zeit. Und deswegen, ja, hat Spanien so als Land an sich quasi von der Erasmus-Kultur her nicht so gut zu mir gepasst. Was ja auch nicht schlimm ist, weil ich bin ja nicht zum Feiern hierher gekommen, sondern zum Lernen. Und das ist auch der springende Punkt, warum ich das Ganze eigentlich verkürzen
werde oder verkürzen wollte, denn ich habe halt festgestellt hier an der Uni, es geht halt alles drunter und drüber. Die Uni ist halt einfach hier echt nicht darauf ausgelegt, zumindest die Universität von Sevilla hier. Ich meine, das ist die einzige Erfahrung, die ich habe und nur an meiner Fakultät. Ich kann ja auch nicht beurteilen, wie es an anderen Fakultäten ist, aber so wie ich das von anderen gehört habe, geht es denen genauso hier. Aber auf jeden Fall ist die Universität echt nicht ausgelegt hier auf Erasmus. Also die machen es halt einem unnötig schwer in diesem Sinne. Das fängt halt damit an, dass man zum Beispiel keine Einsteigerkurse wählen darf, also keine Erstsemesterkurse quasi. Und es ist halt super schwierig, wenn du halt in einem neuen Land, in ein neues Rechtssystem quasi anfangen möchtest, wenn du halt die ganzen Grundlagen gar nicht lernen darfst, sondern halt einfach direkt im vierten, fünften Semester Lernstoff quasi anfangen musst. Gerade, ja, so Jura-Zeug baut halt meiner Meinung nach voll aufeinander auf, wie will man irgendwie Sachen recht machen, zum Beispiel, wenn man halt nicht mal das Trennungs- und Abstraktionsprinzip oder generell BGBAT gehört hat. Das ist halt einfach schwieriger, als es quasi eh schon sein müsste oder ist. Also das durften wir halt nicht, oder wir durften zum Beispiel halt auch keine englischen Kurse belegen, weil die halt für die Einheimischen sind. Und halt so lauter solche Sachen, wenn ich halt irgendwelche Kurse belegt hatte, habe ich die halt auch besucht. Und dann wurde ich einen Monat später aus meinen Kursen rausgeworfen, weil die angeblich zu voll waren, obwohl ich da drin war und die Professoren mich ja auch kannten und es halt immer gepasst hat und es nie zu voll war. Also halt lauter solche Sachen. Die Organisation ist eine komplette Katastrophe, das hatte ich ja auch schon mal angesprochen. Und auch die Vorlesungen, man geht da halt hin und dann kommen die Professoren eine halbe Stunde zu spät. Das ist halt normal hier, was ja auch vollkommen okay ist. Das Problem war aber an dem Ganzen halt nur, dass ich halt an dem Alltag an sich hier dann nicht so viel Spaß gefunden habe, weil die Uni mich halt extrem runtergezogen hat von meiner Laune her, weil das halt alles so katastrophal war irgendwie. Also ich habe es geschafft und es ist jetzt nicht so, als wäre es die schlimmste Erfahrung meines Lebens gewesen. Es ist halt einfach nur so, dass ich mir halt denke, okay, ein zweites Semester bringt mir universitärisch gesehen, auf jeden Fall für meinen juristischen Werdegang halt eben nicht so viel. Es hat mir super gut getan, einfach mal einen Einblick in das Ganze zu bekommen und halt auch einfach ein anderes Rechtssystem kennenzulernen. Und ich bin da auch generell super dankbar für. Und ich bin auch echt stolz auf mich, dass ich das gemacht habe, trotz der ganzen Sachen, die halt schiefgelaufen sind und trotz der ganzen sprachlichen Probleme. Es hat mir auf jeden Fall gerade sprachlich gesehen auch super viel gebracht. Und auch halt, ich habe ja zum Beispiel auch Immobilienrecht belegt. Das finde ich auch super interessant und cool eigentlich, dass ich das gemacht habe, weil ja auch gerade Deutsche super gerne zum Beispiel Immobilien in Spanien kaufen und deswegen ist es schon cool, dass ich da so jetzt das Hintergrundwissen habe, wie, wo, was, wann halt alles abläuft und generell ja Kontakt halt mit diesem ganzen spanischen Jurazeug bekommen habe, finde ich echt wirklich cool und ich würde es auch quasi so wieder machen. Ich würde es halt nur nicht ein weiteres Semester machen, wenn ich es halt schon ein Semester lang gemacht habe. Und deswegen, ich will halt die Erasmus-Ressourcen quasi in diesem Sinne auch nicht verschwenden. Ich könnte mir auch total vorstellen, nochmal ins Ausland zu gehen, ein Praktikum vielleicht im Ausland zu machen oder halt nochmal irgendwo anders zu studieren. Einfach, weil ich dieses Internationale halt irgendwie super cool finde. Und auch halt eben zu lernen, wie das Ganze halt so miteinander verstrickt ist. Dafür möchte ich aber nicht die ganzen Ressourcen halt jetzt quasi für Spanien verschwenden. Genau, und einfach, weil es mir halt universitätstechnisch nicht mehr so viel bringt, quasi jetzt noch ein Semester hier zu bleiben. Und ich halt auch nicht die Zeit in Deutschland verlieren möchte, weil wie gesagt, ich kann mir ja die Kurse gar nicht anrechnen lassen, sondern es ist halt in diesem Sinne dann wirklich, gerade wenn ich halt merke, okay, es bringt mir nicht mehr, ist es halt wirklich einfach eine Zeitverschwendung, weiter hier zu bleiben. Die Stadt ist super schön, Sevilla ist echt wirklich super, super schön. Kann ich auch jedem nur empfehlen, meinen Besuch abzuschotten. Meine ganzen Freunde, die mich auch schon besuchen waren hier, sind auch alle auf jeden Fall sehr begeistert. Ich hoffe jetzt nicht, dass da jemand eine Waschmaschine angemacht hat und dass man die jetzt die ganze Zeit hört. So, ich glaube, das ist tatsächlich eine Waschmaschine gewesen. Ich habe jetzt einfach das Fenster geschlossen, in der Hoffnung, dass man es halt jetzt nicht hört. Muss aber dementsprechend meine Kamera jetzt selber halten, weil ich es halt eigentlich auf der Fensterbank abgestellt hatte und jetzt halt nicht mehr da stehen haben lassen kann. Auf jeden Fall ist halt Sevilla wirklich eine super schöne Stadt und ich kann es auch jedem nur empfehlen. Wenn man halt nur für die Uni herkommt, wird man hier, glaube ich, nicht so ganz glücklich, weil halt die Uni einen 1000 Steine in den Weg legt und 1000 Sachen halt irgendwie schief laufen. Deswegen raubt halt einem das halt so ein bisschen das Glücklichsein, wenn man aber nicht hierher kommt für die Uni, sondern halt gerade für die ganze Erasmus-Erfahrung an sich und halt gerne feiern geht, gerne halt jetzt erstmal sowas hier alles macht. Dann kann man hier auf jeden Fall wirklich sehr gut hingehen oder auch einfach generell für einen Städtetrip
ist es auf jeden Fall nur zu empfehlen. War auch echt mal cool, ein anderes Rechtssystem reinzugucken und auch echt eine andere Uni mal zu kennenzulernen und so. Aber ja, wie gesagt, ich brauche das halt keine zwei Semester. Das war auf jeden Fall so das Update von mir. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Und ich wollte euch das einfach mal mitteilen, weil ich glaube, es fällt einem sehr, sehr schwer, auch über solche Sachen zu reden. Einfach, wenn man halt, oder weil ich halt das Gefühl habe, als Mensch möchte man halt immer beständig wirken in dem, was man macht. Also wenn man halt was macht, dann möchte man es halt auch eben durchziehen, sonst fühlt man sich halt wie ein Versager. Und man hält dann halt eben, oder ich merke das auch selber, dass man halt eben immer sehr dazu neigt, einfach an Sachen festzuhalten. Einfach, weil man halt allen erzählt hat, okay, ich mache das jetzt so. Zum Beispiel habe ich das ja in allen meinen YouTube-Videos immer gesagt, dass ich jetzt fürs 5. und 6. Semester ins Ausland gehe. Und dann ist es halt irgendwie komisch, wenn man halt dann Rückzieher macht und sagt, okay, ich gehe jetzt früher. Aber ja, ich finde, es macht halt keinen Sinn, an Sachen festzuhalten, bei denen man genau weiß, sie bringen halt einem nichts. Und dementsprechend, ja, man muss halt nicht beständig wirken bei Sachen, die halt einfach keinen Sinn machen. Keine Ahnung, wenn man halt in einem Kinofilm sitzt und halt merkt, okay, der Film sagt mir gar nichts zu, der Film ist total kacke, dann neigt man ja auch voll dazu, da sitzen zu bleiben und sich einfach anzugucken, weil man hat ja für den Film bezahlt und man möchte das Geld ja nicht unnötig ausgegeben haben. Aber das Geld ist halt so oder so schon weg und das Einzige, was man noch zusätzlich verschwendet, ist seine eigene Zeit. Deswegen kann man auch eigentlich aufstehen und gehen. Ich will halt meine Zeit nicht verschwenden und deswegen denke ich mal, ist das so die beste Entscheidung. Das Jurastudium ist halt eh noch lange genug. Und dann kann ich die Erfahrung besser woanders halt nochmal machen und dann nochmal mehr lernen, als ich jetzt hier im zweiten Semester lernen würde. Genau. Und das ist so der Plan. Yes. Also es ist absolut nicht schlimm, seine Meinung zu ändern. Lieber das, als etwas festzuhalten, was halt keinen Sinn macht. Deswegen, ja, ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich hoffe, ihr trefft schlaue Entscheidungen und haltet an nichts fest, was keinen Sinn macht. Klausurenphase gut überstanden oder falls ihr noch mittendrin seid, wünsche ich euch ganz, ganz viel Erfolg. Aber ja, ich wollte euch das einfach nur mal kurz mitteilen. Ihr könnt mir ja gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Könnt ihr auch gerne sagen, falls ihr sagt, okay, das ist irgendwie voll dumm, dass du das jetzt nicht mehr machst. Ich komme mit allem klar. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr happy mit meiner Entscheidung und glaube, dass es für mich persönlich die beste Entscheidung gewesen ist. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, was ihr davon haltet und was ihr davon denkt. Auf jeden Fall geht es bald dann wieder mit deutschem Uni-Content los. Ich weiß, es interessiert immer super viele von euch. Ich glaube, das interessiert euch auch mehr als dieses Auslands-Content-Ding. Deswegen könnt ihr euch da schon mal freuen auf ganz, ganz viel Köln- und Uni-Content. Und genau, ich würde sagen, ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag und dann bis zum nächsten Mal.